Das riesige Erdbeben in Kalifornien ist überfällig. The Big One, so werden solche Megabeben genannt. 1906 kam es zum letzten Mal zu einem Megabeben in der Region. Es war die schlimmste Naturkatastrophe der USA mit einer Erdbebenstärke von 8,4. 6 Meter verschoben sich damals die pazifische und die nordamerikanische Platte. Genauso viel müssten die beiden Platten sich jetzt wieder gegeneinander verkantet haben. In der letzten Woche gab es 4 Erdbeben entlang des Feuerrings der pazifischen Platte. Und jetzt wird vermutet, dass ein Beben in Kalifornien bevorstehen könnte. Alles über das drohende Erdbeben, das Megabeben in Kalifornien, jetzt bei Klicks und Science Fiction. Herzlich willkommen. Am 18. April 1906 um 5.12 Uhr bebte die Erde rund um San Francisco. Es erreichte eine Stärke von 8,4 und zerstörte San Francisco weitestgehend. Vor allem die Feuer nach dem Erdbeben waren absolut zerstörerisch. Ein Großteil der Bevölkerung wurde obdachlos und 3000 Menschen starben. Ein weiteres solches Erdbeben ist unvermeidlich, darüber sind sich alle im Klaren. Aber wann wird es stattfinden? Wenn man sich die Verschiebung der Erdplatten von damals ansieht, müsste es schon bald soweit sein. 6 Zentimeter pro Jahr verschieben sich die pazifische und die nordamerikanische Platte gegeneinander. Bezogen auf das Erdbeben von 1906 sind es also jetzt schon 60 Zentimeter mehr als damals. Aber ob ein Erdbeben stattfindet und wo, das hängt von so vielen Faktoren ab, dass Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen einfach nichts dazu sagen können oder wollen. Doch jetzt schrillen die Alarmglocken. In der letzten Woche gab es 4 Erdbeben rund um die pazifische Platte. Es bebte auf Neuseeland, Indonesien, Japan und dem ozeanischen Vanuatu. Und dabei hatten die Beben in Mexiko damit wahrscheinlich überhaupt nichts zu tun, denn dort bebte die Erde entlang der karibischen und der Kokosplatte. Das Muster der Beben entlang der pazifischen Platte war dabei sehr ungewöhnlich, wie Seismologe Gary Gibson von der Universität Melbourne festgestellt hat. In der Daily Mail Australia sagt er: "Diese ungewöhnlichen Muster zeigen sich öfter und scheinen nicht vollkommen zufällig. Wir können uns aber noch keinen Reim darauf machen." Mit anderen Worten, nichts Genaues weiß man nicht. Es scheint so, als ob sich die Beben durch seismische Wellen entlang des Rings of Fire, des Feuerrings rund um die pazifische Platte, gegenseitig ausgelöst hätten. Der Feuerring, der wird so genannt, da entlang der Kante der pazifischen Platte immer wieder Vulkane ausbrechen. Durch die Bruchkante kann Magma sehr leicht an die Erdoberfläche gelangen. Ob aber diese jetzt festgestellten seismischen Aktivitäten ein Erdbeben in Kalifornien auslösen können, das ist vollkommen unsicher. Nur eins ist sicher, es wird dort in Kalifornien ein Erdbeben geben und es wird heftig sein. Aber ob es nächste Woche, nächstes Jahr oder in den nächsten 10 Jahren passieren wird, das kann niemand sagen. Wenn es neue Erkenntnisse dazu gibt, erfahrt das natürlich hier bei Klicksum. Wenn ihr kein Video zum Thema und auch zu allen anderen Themen verpassen wollt, dann drückt mir hier ein Abo aufs Auge und vergesst nicht den... Genau, auf die Glocke. Hier geht es weiter mit Erdbeben in Deutschland. Da geht es um die Gefahr von Erdbeben hier in Deutschland. Die gibt es nämlich auch. Ja, und ansonsten bis dann. Bleibt dran.